Runde geht los. Gute Ach Runde Mensch. Jemand hat gestartet. Raus. Raus. Halt, raus. Ich folge Lenny. Hätte ich auch weitermachen können. Ein Admin hätte eine Task. Was mache ich denn hier? Ich will mal ein Poster sein hier. Ich werde nicht ein Poster. Ich werde hier wieder nur abgemurkst. Im Dunkeln jetzt. Natürlich! Natürlich! Immer auf die Kleinen! Das ist... Leute! Das ist Mobbing! Dieses Mobbing! Die Zwergige. Noch zu. Es tut mir so leid! Also Felix kann ich auf jeden Fall ausschließen. Der eine Runde mitgespielt. Genau. Genau. Deutschländer von Maika. Warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Sekunde. Ja, kannst du Felix ausschließen? Wir müssen das mal nachsprechen, Lenny. Wieso kannst du Felix ausschließen? Na, weil davon den besten Würstchen. Ablenken halt darüber. Warum? Ich dachte das gerne immer. Ich sag das halt immer. Wo war denn die Leiche? Okay. Bin mir gar nicht mehr sicher, wer mich umgebracht hat. Ich habe einen Verdacht, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe dann... Die Leiche liegt in Navigation. Ich habe... Okay, dann kann es wirklich Felix nicht sein, der war ein Admin. Nee, die Leiche liegt in Storage. Ich war in Storage. Natürlich war es ein Admin. Ich kann jetzt mal ausreden lassen, bitte. Also ich war halt am Anfang mit Ultra und Caleb an O2 diese Blätter machen und dann ist das Licht halt aufgegangen. Da stand halt Pink noch da, Rot war weg und ich bin halt, dachte mir so, scheiß auf Licht fixen so und gehe halt in Navigation rein, sehe halt noch jemanden wenden und Türkis liegt da. Also es kann Ultra sein, es kann aber auch nicht sein. Also bin sofort runter, da wo man diese 5 rote Dinger hat, da musste ich 30 Dinger einstellen. Ja. Ich liege in Storage. Felix? Ja? Wo warst du am Anfang? Wo warst du? Ich bin direkt runtergelaufen. Systematisches Mobbing hier. Ja, ich habe jetzt, aber gerade nur die, die Wires gemacht. Zwerge meinte, er ist getötet. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich war zuerst mit Lenny alleine Admin, hab das dann abgezweigt, hab dann gemacht, dann geht das Licht aus und auf einmal sehe ich aus Admin rauskommend. Ja, es ist. Und das war gerade so ein bisschen so. Das ist eine Lüge und daher hast du meinen Vote. Bei was? Ja, also, wie gesagt, kann er jetzt halt auch einmal irgendwie ja, nee, mach ich sein, natürlich nicht, aber dann hat Kolja. Das ist ja aber einfach nur eine Unwahrheit. Was spricht gegen den Self-Report? Das ist auch ein Verdacht. Mm. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Vor allem ist halt die günstigste Geschichte, bei einem Double-Kill in der ersten Runde gleich halt dann noch zu sagen, so, ja, und ich habe auf ihn wenden sehen und keine Ahnung. Ja. Also damit ist halt das ganze die Charlie Game doch so gut, ne? Aber ja, ich bin im Poster, ich würde Charlie dafür aber ausschließen. Weil sie stand da zugehen. Ja, ihr habt ja recht, es könnte auch ein Self-Report sein. Es war aber halt. Ist es aber nicht. Ja, Charlie spielt halt falsch, das ist halt die Sache. Die denkt halt nur die Impostor, ne? Und schon spät. Wenn ich jetzt hier im Boss, das wird das spritzt das Blut an meine Wände. Das ist hier aber wirklich. Habt ihr den Kampfzwerg? Das ist hier. Dann fliegt die Axt. Gehört euch den Raum. Das könnt ihr mal wissen. Egal, es trifft den richtigen. Hä? Lenny, du dich. Ultra? Hast du mich jetzt nicht gesehen? Lenny soll sich ducken, ich werf die Axt quer durch den Raum. Ultra hat gerade vor meinen Augen gekillt. Ja, klar. Okay, also das können jetzt wirklich nur Charlie oder Ultra sein, weil ich bin vorhin mit Koja und Charlie und Elektro gewesen, als ich rausgegangen bin, und Ultra ist dann noch reingelaufen. Das können wirklich nur einer von den beiden sein. Ja, ich bin einer von den beiden, aber warum fliegen wir beide? Ultra ist dritter Poster. Wie
ja klar. Also, Stimmt, Lenny, dass ich in Elektrik rein bin, aber ich bin hochgegangen und da lag die Leiche schon. Ja, warum hast du nicht reported? Ja, weil du schneller warst, weil ich erstmal hoch muss. Hä? Ja. So, wenn du die Leiche siehst, kannst du reporten. Du hast. Ja, aber die war halt schneller. Ja, er hat halt vor meinen Augen er hat halt vor meinen Augen gekillt. Ja, klar, das finde ich so blöd, wenn er das tun will. Ihr könnt mich auch gerne rausholen, dann kann ich gerne meine Task entspannt machen. Und wenn ich war, dann könnt ihr Ultra rausvoten. Wie gesagt, ich habe ihn. Ja, es war mir klar, dass er es war, weil ich in der ersten Runde mit Pink und Rot zusammenstand und innerhalb des Zeitabstands kann es halt nur Rot gewesen sein. So. Never vote at 7. Ja, aber in der Situation. Ich würde schon echt Leute, er hat halt wirklich gerade vor meinen Augen getötet, so. Ja klar, erst sagst du, ich springe in Wand, dann sagst du, was war das für eine Aktion? Ich hab nicht gesagt, dass du in Wand gesprungen bist. Sie hat nicht gesagt, dass du in Wand gesprungen bist. Sie hat aber behauptet, dass ich's war damit, weil ich ja der Einzige war, der in die Richtung ist. Nee, ich hab gesagt, dass du es sein kannst. Ja, siehst du. Nicht, also. Aber jetzt nach dieser Runde bin ich mir ziemlich sicher, weil du dreist einfach mein Auge gekillt hast. Naja, Orange war's nicht. Ja, mein Board geht auf jeden Fall auf Ultra die Runde. So ein Bösewicht. Schwierig. Aber ja, so richtig entscheiden kann ich mich da noch nicht. Ich will da nicht ins Gewicht fallen, Tobi. Oh, danke. Uff. Schitteböen. Double kill jetzt so. Nimmt einer das Führer schon raus. Ultra ist raus. Man kann ja jetzt mal sagen, wer. Es ist auch unter uns Toten, mein Kind. Jetzt bin ich mit der Task, ich sollte mal hier mal einen Task machen. Card Vibe. Das wird auch nie lustig. Oh mein Gott, Gysi! Felix, was machst du da? Hast du mich nicht gesehen? Hey Felix, was machst du da? Warum tötest du einfach Dingens? Wer war das überhaupt? Gysi ist gerade aus dem Vent raus, du hast mich noch gesehen. Ja, ich hatte dich gesehen, wo du gesehen. Warte mal, dann kann Charlie das bezeugen, dass ich das nicht bin. Nein, Charlie. Warte, Charlie, ganz kurz. Stopp, nein, ich hab reported. Nee, du hast reported, sorry. Also darf ich gehen? Perfekt. Also guck mal, ich war halt in Electrical gewesen, ich habe die Kabel gemacht, auf einmal kam Felix und hat dann, wer war das überhaupt? Joey getötet. Okay. Charlie, du hast doch gesehen, dass Gysi nicht da war. Ja, dann ist es gelogen von Gysi. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist nicht gelogen. Doch. Was ist jetzt das Indiz dafür, dass er gelogen haben soll? Ja, das Indiz dafür ist, dass ich erst in Electrical mit Joey drin war, dann rausgegangen. Also da war halt kein anderer außer Joey und mir. Ich bin gerade raus, da kam mir Felix entgegen. Und er hat ja gerade gesagt, er stand da. Ja, dann ist er im Vent reingelaufen bestimmt, da bin ich reingelaufen, dann ist er aus dem Vent rausgehüpft. Nein, Charlie hätte dich ja sehen müssen, weil sie... Das macht keinen Sinn, Gysi, was du erzählst, leider. Sie ist raus, ohne dass jemand in Electrical drin war. Ja, die Runde war eh schon scheiße, Mann. Ja, aber Gysi hast du denn nicht gesehen? Ey, was war das? Oh mein Gott, das ist Ultra. Ohne Witz, ich hab dich erst gesehen, wo ich ihn getötet habe. Ich hab dich erst gesehen, wo ich ihn getötet habe. Gysi, ey, Mann, ja. Oh nein. Oh Gott, was war das für eine Runde? Ich dachte mir einfach nur so, Charlie, du bist doch reingelaufen in Electrical, das war meine Umstand. Und auf einmal ist Gysi noch mit dabei. So Leute, wenn ich jetzt Imposter werde... Ich bin Gysi und ich bin auch dabei. Leute, wenn ich jetzt Imposter werde, dann gibt's hier aber ein Massaker. Dann ist hier, also das spritzt das Blut bis an die Wände. Das ist viermal als erstes gekillt. Also ich weiß nicht, was Zwergi falsch macht. Ich muss ja wirklich am Anfang der Runde einfach öfter irgendwie mit anderen Leuten mitlaufen, auch wenn ich da echt kein Fan von bin, aber... Habe ich dich nicht getötet? Ja, immer. Gysi hat mich getötet. Gysi hat mich getötet. Dann ist das Messer ausgerufen. Also das ist hier...
Da fliegt die Axt quer durch den Raum. Das ist, das könnt ihr wissen. Das ist.